Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 14. August. Es ist 6 Uhr morgens, wenn ich mit dieser Analyse über den Nasdaq anfange. Vor euch liegt der Nasdaq mal auf Wochensicht. Eine Kerze, eine Woche. Und das ist schon eine fulminante Bewegung. Überhaupt keine Frage. Jeden Tag neue Highs irgendwo, irgendwie. Und auch wenn wir hier schon teilweise wirklich deutlich überzogen sind, ich habe kein griffiges Verkaufssignal über die Technik. Gehen wir mal in den Tag rein. Und hier sieht man das nochmal, die Bewegungen, die Korrekturen sind so klein, winzig. Ja, das ist nichts. Und wir sind auch hier weiter. Jetzt haben wir allerdings eine Geschichte hier, ich mache es mal ein bisschen größer. Wir haben den gestrigen Tag mit dem Doji abgeschlossen. Doji, Eingangskurs gleich Ausgangskurs, ist meistens ein Zeichen dafür, dass die Leute nicht wissen, wo sie hin sollen. Das ist, wenn der unten ist, also irgendwo hier weiter unten, ist das durchaus sehr positiv zu sehen, weiter oben negativ. Wir haben ein Hoch bei 11.281. Wenn ich behaupte, die Korrekturen sind immer nur klein, hier war auch nur eine kleine. In dem Moment, in dem wir hier rüber gehen, also hier und ein neues High machen, über 11.281, dann ist der weiter frei und es kann sich genauso weiterentwickeln. Diese Geschichte mit Tesla, mit Aktiensplit, ich kann mir vorstellen, das wird Mode. Eine Amazon mit 3.000, das wäre nicht verkehrt, wenn der mal sagt, gut, wir machen Split 10 zu 1. Und das hilft meistens den Aktien dann nochmal weiter. Also von daher, da muss man mit rechnen, dass da mehr kommen und ich glaube, das wird vom Markt durchaus positiv aufgenommen. Also, wir haben hier einen Widerstand bei 11.281, den gilt es zu überbieten, um weiter vorwärts zu kommen. Wir haben momentan eine Unterstützung hier bei rund 10.800. Von der Technik her sind wir, Moment, muss ich hier mal ein bisschen reinziehen, so, sind wir auf Tagessicht relativ neutral über das MACD. Und auch ziemlich neutral über die Stochastik. Da kann ich, also ich kann da nicht viel ablesen. Die Bänder helfen mir auch nicht viel. Im Prinzip ist der Freund nach oben gezogen, hat auch nicht so eine große Volatilität, weil der ist ja einfach nur gestiegen. Dadurch fällt die Volatilität rechnerisch. Ich glaube, dass dieser Punkt hier bei 11.281 sehr wichtig sein wird, wenn wir das mit Schlusskurs überbieten. Dann gebe ich dem durchaus noch eine weitere Chance bis im Bereich 11.300, 11.500. Sollten wir hier drunter gehen, unter die 10.800, muss ich davon ausgehen, dass wir hier diesen 1, 2, Dreifachboden nochmal testen bei 10.300. Weit weg, aber ich habe sonst keine anderen Punkte hier. Ich habe mir Folgendes gemacht. Für die Leute, die davon ausgehen, der Markt geht weiter hoch, aber sich nicht zu nah am Markt bewegen wollen, gibt es also hier so eine Option im Bereich 10.327. Das ist ein 13er Hebel. Und das ist die Kennnummer GC9RHT. GC9 Richard Heinrich Theodor. Das ist eins für diejenigen. Also ich würde das so machen, wenn wir hier über die 11.281 gehen und steigen, dann gehe ich hier in den Bereich, na, bin ich so bei einer 30er Option, weil dann möchte ich gern die Option hier drunter legen, unter die 10.890. Und da bietet sich für mich sowas an, das ist dann ein 31er Hebel, 10.828. Da muss ich mir nicht hier unten irgendwie was suchen. Und der hat die Kennnummer GF057U. GF0││57U. Das ist wie gesagt für den Fall, dass wir wirklich das High hier nochmal rausnehmen. Gucken wir mal bei den Puts. Ich würde einen Put nicht auf gar keinen Fall hier ganz nah dran legen. Den muss ich suchen, so bei 11.500. Und das ist auch schon ein 31er Hebel. 11.551, da komme ich auf diesen hier von Goldman Sachs auch unlimitiert. Wie gesagt, 31er Hebel, 11.551. Und das ist die Kennnummer GB2UMX. Gustav Berter 2UMX. Das ist für den Fall, dass wir hier die 10.890 unterbieten mit Schlusskurs. Da muss ich damit rechnen, dass wir hier nochmal ein paar Punkte weiter abgeben. Es ist der beste Index der Welt, gar keine Frage. Und es gibt immer wieder neue Geschichten da, ob es jetzt Apple ist. Ich sehe das ja bei mir. Ich sitze auch zu Hause, obwohl ich das eigentlich immer mache. Ja, ich brauche auch neue Computer. Wenn ich sehe, was ich in den letzten Wochen an Apple gezahlt habe, ja, eigentlich müssen sie mich auf dem goldenen Tablett durch den Laden tragen. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Viele, die zu Hause sind, die nutzen die Zeit und sagen, naja, wir können mal hier was erneuern, da was erneuern. Und woher wird es geliefert? Oftmals über Amazon. Ja, das sind halt so die logischen Rückschlüsse. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.